Der Naturschutzbund NABU hat errechnet, dass ein Kreuzfahrtschiff täglich so viel Schwefeldioxid wie mehr als 300 Millionen Autos produziert. Das entspricht einer Feinstaubbelastung von etwa 1 Million Autos. Zudem verursacht ein Kreuzfahrtschiff pro Tag so viel Kohlendioxid wie mehr als 80.000 Autos. Besonders problematisch ist, dass es in vielen Häfen keinen Landstromanschluss gibt. Die Motoren müssen Tag und Nacht laufen und erzeugen rund um die Uhr Schadstoffe. Der Naturschutzbund NABU hat errechnet, dass ein Kreuzfahrtschiff täglich so viel Schwefeldioxid wie mehr als 300 Millionen Autos produziert. Das entspricht einer Feinstaubbelastung von etwa 1 Million Autos. Zudem verursacht ein Kreuzfahrtschiff pro Tag so viel Kohlendioxid wie mehr als 80.000 Autos. Besonders problematisch ist, dass es in vielen Häfen keinen Landstromanschluss gibt. Die Motoren müssen Tag und Nacht laufen und erzeugen rund um die Uhr Schadstoffe. Der Naturschutzbund NABU hat errechnet, dass ein Kreuzfahrtschiff täglich so viel Schwefeldioxid wie mehr als 300 Millionen Autos produziert. Das entspricht einer Feinstaubbelastung von etwa 1 Million Autos. Zudem verursacht ein Kreuzfahrtschiff pro Tag so viel Kohlendioxid wie mehr als 80.000 Autos. Besonders problematisch ist, dass es in vielen Häfen keinen Landstromanschluss gibt. Die Motoren müssen Tag und Nacht laufen und erzeugen rund um die Uhr Schadstoffe.